Servus und hallo bei Rank 01 zu Fridays for Future. Ja, ich bin kein Fan von Fridays for Future. Aus zwei Gründen. Zum einen sollte es normal sein, gerade als christliches Deutschland, dass wir etwas für den Klimaschutz machen. Wir müssten es eigentlich nicht erzwingen müssen. Zweitens mag ich das Machtgetue und so bei Fridays for Future nicht. Aber ganz wichtig ist, wir müssen etwas für den Klimaschutz tun. Und das, was Deutschland gestern beschlossen hat für den Klimaschutz in einer nächtlichen Sitzung in Berlin, 3 Cent auf Benzin, ja, und 9 Cent auf Diesel, das ist gar nichts. Da schwankt der Benzinpreis jeden Tag schon höher. Naja, was könnte man denn tun? Zum einen sollte man die Probleme angehen, die man bisher gar nicht angegangen ist. Zum Beispiel den internationalen Schiffsverkehr, der meist mit Schweröl betankt wird und deswegen extrem viel schädliches CO2 in die Luft stößt. Da wäre Handlungsbedarf. Weitere Vorschläge, naja, 3 oder 9 Cent pro Liter werden nichts erreichen. Man könnte mit 2 Maßnahmen sehr, sehr gut gegensteuern, dass Leute in Zukunft sparsamere Autos kaufen. Nehmt einmal mich als Beispiel. Ich fahre einen Toyota Corolla. Der ist jetzt 16 Jahre alt und ich brauche unter 100 Gramm CO2. Teilweise in der Stadt nur bis zu 60 Gramm CO2 pro 100 Kilometer. Wie mache ich das? Naja, ich habe mein Auto umgerüstet. Das heißt, ich habe Chiptuning gemacht. Ich fahre mit Autogas, das viel, viel weniger CO2 ausstößt und habe meine Fahrzeiten optimiert. Jetzt könnte man zum Beispiel festlegen, dass in Zukunft, zum Beispiel in 4-5 Jahren, das wäre auch für die Autoindustrie möglich, Autos unter 100 Gramm CO2 pro 100 Kilometer möglich wären. Und darüber zum Beispiel 125, 130 Gramm pro 100 Kilometer CO2 könnte man das bepreisen. Außerdem könnte man auf das Gewicht der Fahrzeuge gehen. Meine Sekretärin zum Beispiel in Traunstein hat sich ein VW-SUV gekauft und hat behauptet, dass dieses Auto genauso viel CO2 auswirft wie mein Toyota ab Werk. Ist es logisch, wenn mein Auto 1,7 Tonnen wiegt und ihre 2,6 Tonnen? Ich glaube nicht. Da wäre zum Beispiel Handlungsbedarf. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass Autos über 1,8 Tonnen stärker besteuert werden, ab 2 Tonnen, 2,5 und dann 3 Tonnen zum Beispiel am stärksten. Zum Beispiel, man sagt jetzt, ein Auto mit 2 Tonnen kostet jetzt 30% mehr Versicherung monatlich oder jährlich und ein Auto, das 3 Tonnen wiegt, zum Beispiel 60% mehr. Dann können sich Leute, die ein SUV mit über 3 Tonnen haben möchten, können sich den leisten, zahlen aber einen Beitrag dafür. Das wäre fair. Ein anderer Weg, der zweite Weg, der wäre zum Beispiel, dass man die PS stärker besteuert. Zum Beispiel ein Auto, das jetzt unter 250 PS hat, da würde ich jetzt gar nichts machen. Ein Auto, das 300 PS und dann bis zu 500, 600 PS oder drüber hat, würde ich ebenso stärker besteuern. Ganz ehrlich, 560 PS brauche ich nicht jeden Tag. Gut, mein Traumauto, der BMW M2, Motorsport mit 566 PS, dann noch plus Chiptuning. Ja gut, aber dafür müsste ich dann zahlen. Wäre doch gar nicht so falsch, oder? Das waren jetzt 3 Vorschläge, was man zum Beispiel beim Klimawandel alles noch verbessern könnte. Denn das, was jetzt beschlossen ist, das ist Spucke auf dem heißen Stein. Man muss etwas tun. Und genau da will ich euch abholen. Das war's jetzt von mir, von Rank 01. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Servus und goodbye.